So, und jetzt kommt der nächste Redner, das ist Alex. Alex wird uns ein paar Resultate aus den Corona-Maßnahmen erzählen. Eins, okay, gut, eins. Und wir haben heute wieder so Marken, um zu zählen, wie viele da sind. Der Matthias läuft durch. Wer noch keine hat, sollte mal so ein bisschen die Hand heben, dass er weiß, wen er noch nicht hat. Hier in der Mitte, Matthias. Hallo Schorndorf und alle, die nicht aus Schorndorf sind, natürlich auch. Hallo. Ich möchte zu der Impfgeschichte noch kurz ergänzen. Also, der BioNTech-Chef Uğur Şahin, der hat im Interview gesagt, ich und meine Mitarbeiter, wir lassen uns erstmal nicht mit dem Impfstoff impfen. Fragt mich dann, warum, wenn er so von überzeugt ist, wenn er den selber entwickelt hat, ist die Frage, warum nicht? Interessant ist auch, dass BioNTech über Jahre hinweg keine Gewinne gemacht hat, so immer irgendwo unten rumgeduselt ist wirtschaftlich. Jetzt haben sie einen Wert von 4,5 Milliarden Dollar oder Euro, ist ja nicht so ein großer Unterschied. Und ihr dürft mal raten, wer der größte Aktionär oder einer der größten Aktionäre bei BioNTech ist. Wollte ich noch kurz anfügen zu dieser Impfgeschichte. Im Übrigen eine noch nicht bis zu Ende recherchierte neue Information von heute. BioNTech, Pfizer besprechen intern Rückrufaktionen für einen Impfstoff. Warum? Ich wohne in Hüttlingen, ich bin 59 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, von denen ich weiß. Und ich war in meinem Leben niemals politisch. Niemals. Und schon gar nicht ein Demonstrant. Ich bin in diesem Jahr das erste Mal in meinem Leben überhaupt auf Demonstrationen gewesen. Vielleicht 5, 6, 7 Mal. Warum plötzlich bin ich Demonstrant geworden? Warum bin ich plötzlich aktiv geworden? Ich stehe auch heute hier deshalb, weil ich es meinem Papa schulde. Mein Papa ist letztes Jahr am 17. November in meinem Arm gestorben. Nicht an Corona, auch nicht mit Corona, sondern er ist gestorben wegen diesem ganzen Wahnsinn, der um Corona herum von dieser Bundesregierung und ihren willfährigen Medien verbreitet wird. Mein Vater war vorgerückten Alters, aber er konnte sich komplett selber versorgen. Er hat alles alleine gemacht. Er war für sein Alter entsprechend fit wie ein Turnschuh. Er hatte im Februar auf der linken Wange eine winzig kleine Blutkruste, vielleicht so 3, 4 Millimeter groß. Ich habe ihn gefragt, Mensch Papa, was hast du denn da gemacht? Ach, da habe ich mich beim Rasieren geschnitten, das heilt schon wieder ab. Dann habe ich mich damit natürlich zu ruhig begeben. Ein paar Tage später, 6 Wochen später, haben wir ihn dann besucht zu seinem Geburtstag. Wir haben das trotz Corona durchgesetzt. Mit einem riesen Abstand, so 10, 15 Meter mit dem Gartenzaun im Altersheim dazwischen. Um ihn herum sind die Gartenarbeiter ohne Masken herumgesprungen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte mein Vater ein 5x5 cm großes Pflaster auf der Wange. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da los? Das war doch vor 6 Wochen nur so ein kleines Pupselchen, so eine Blutkruste. Und da sagte die Pflegekraft, ja, wir kümmern uns darum, der Hausarzt hat uns was verschrieben, wir machen da Salbe drauf und er kriegt auch Antibiotika. Das kam mir irgendwie komisch vor und ich habe dann einen zweiten Hausarzt angerufen und gebeten, sich das bitte anzuschauen. Was ich dann erfahren musste, hat zu all dem geführt, was dann am 17. November passiert ist. Der Haupthausarzt hat das gar nicht angeschaut. Und das Pflegepersonal hat überhaupt nicht gemerkt, gesehen, wie auch immer, dass wenn aus einer kleinen Blutkruste ein 5, 6, 7 Zentimeter großer, eitriger, blutender etwas wird, dass man da vielleicht doch mal den Arzt draufschauen lassen sollte. Und es hat dazu geführt, dass mein Vater über etliche Stationen, erst der Hautarzt,
Der hat ihn dann sofort in die Dermatologie nach Stuttgart überwiesen. Dort wurde eine Fehldiagnose gestellt. Man hat das als gutartiges sogenanntes Kera-Akanthom diagnostiziert. Falsch betrachtet, falsch diagnostiziert hat. Er ist dann zur HNO überwiesen worden, weil dieses etwas schon so tief eingewachsen war. In der HNO hat man dann eine Biopsie durchgeführt und man hat dann endlich nach 7, 8 Wochen Verzögerung festgestellt, oh, es ist ja ein Plattenepithelkarzinom. Und dann, und jetzt kommt der Oberhammer, gab es keinen OP-Termin. Warum? Weil das Management eines Stuttgarter Hospitals 3 von 6 HNO-OP-Sälen für Corona blockiert hat, die laut Aussage des dortigen Pflegepersonals die ganze Zeit leer gestanden sind. Mein Vater wurde 3 Wochen später erst operiert und dann hieß es, ja, also das ist ja schon so weit fortgeschritten, das können wir jetzt nicht mehr restlos entfernen, das können wir nur noch palliativ. Mein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt durch eine falsche Antibiotikagabe katastrophale Durchfälle, Clostridien und musste multipel behandelt werden mit allen möglichen Sachen. Er wurde dann mehrfach operiert im Gesicht mit Verpflanzung. Der Tumor kam wieder, er wurde noch bestrahlt. Das Ende vom Lied war, dass er einfach über diese Behandlung hinweg so ausgemergelt und geschwächt war, dass er es dann nicht überlebt hat. Und er ist dann an, wie es so schön im ärztlichen Jargon heißt, respiratorischer Insuffizienz gestorben. Also nicht an Corona. Ich habe den Totenschein eingesehen. Fahrlässige Tötung! Danke. Anders kann man es nicht sagen. Ich habe einen, noch der, ein weiterer Hammer. Ich habe einen Pflege- und Behandlungsfehlergutachten bei der Ärztekammer Nordwürttemberg angefordert. Ihr werdet nicht glauben, was dabei rausgekommen ist. Ich habe etliche Wochen warten müssen. Mein Vater war übrigens dann noch am Leben. Habe dann immer wieder angerufen, ja, die Kommission muss sich das noch angucken. Ich habe minutiös den gesamten Verlauf bis Oktober, im Oktober habe ich das abgeschickt, da gelistet. Mit allen Stationen, mit allen Bildern von der CTs, von dem Röntgen etc. Und dann kam plötzlich die Nachricht, ja, dieser Prozess des Pflege- und Behandlungsfehlergutachtens wird nicht durchgeführt. Warum? Weil der Hausarzt nicht damit einverstanden ist. Hallo? Was soll das denn? Da macht man sich die Mühe und zeigt einen wirklichen Fehler auf. Und dann kann der Arzt, der den Scheiß vergeigt hat, auf Deutsch gesagt, sagen, ach nee, ich möchte dieses Gutachten nicht. Und nur ein solches Gutachten dieser Ärztekammer kann eine Verjährung verhindern. Das heißt, hier wird etwas vertuscht, sicherlich möglicherweise irgendwie juristisch begründbar, aber der Fehler kann halt bei vielen anderen immer wieder passieren. Und wir wissen alle, ich kann das selber als Laie nicht sagen, ich habe die Zahlen nicht, es sind viele, viele Menschen an Krankheiten gestorben, weil sie nicht früh genug behandelt wurden, weil sie aus Angst vor Corona nicht zum Arzt ins Wartezimmer gesessen sind und, und. Mal von den Selbstmordrateansteigungen, die wir inzwischen nachweisbar haben, mal ganz abgesehen. Für mich entsteht die Frage, warum passiert das eigentlich alles hier in Deutschland? Korrupte Staatsanwälte! Unter anderem, und Politiker. Was hat unsere Regierung mit diesem Land vor? Warum wird hier alles kaputt gemacht? Warum wird unser Land zerstört, ohne Ende, auf Basis einer Lüge? Es ist inzwischen nachgewiesen, dass der PCR-Test keine Infektion wirklich nachweisen kann. Er kann nicht zwischen totem oder RNA oder Virusfragmenten und einem vermehrungsfähigen Virus unterscheiden. Er kann es nicht. Das heißt, diese täglichen Zahlen, die wir hören, wir haben wieder 20.000 Neuinfektionen.
basieren auf einem falschen Fakt. Und jetzt frage ich euch und ich frage mich und ich frage auch die Kollegen von der Polizisten hier, die da sind. Überlegt doch mal, denkt doch mal drüber nach. Warum wird das so gemacht? Selbst die WHO hat im Januar, nachdem Biden inauguriert war, gesagt, nein, der PCR, das kann es nicht nachweisen. Da hatten aber schon 100 Ärzte in 2020 gesagt, der PCR, das ist dafür nicht geeignet. Wir leben also hier in einem Land, das zerstört wird auf Basis einer Lüge. Und jetzt frage ich euch, warum? Ich habe eine Antwort. Das ist meine Interpretation. Und diese Antwort basiert auf einem Fakt, auf einer Wahrheit. Ich habe sie nämlich selber mit eigenen Augen gehört und ihr könnt sie auch hören. Es gibt auf YouTube ein Interview zwischen Precht und Habeck. Und da geht es um die chinesische Regierung, um das chinesische Regierungssystem. Und da sagt dann Herr Habeck, ja, also wenn man das chinesische Regierungssystem betrachtet, das ist ja sehr effizient. Die machen dann auch mal einen Fehler, aber die werden dann halt auch nicht abgewählt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ihr Lieben. Und wenn man uns fragt, ob wir das auch so wollen, dann sagen wir ja. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, das heißt, ein Herr Habeck, der für mich stellvertretend für die Grüne Partei steht, will eine Regierung nach chinesischem Vorbild mit einem Punktesozialsystem, wo man nur noch das bekommt, wenn man genug Punkte hat, mit einer Überwachung, jeder Meter in der Stadt, überall sind Kameras, mit einer Totalüberwachung, die Chinesen wissen, wann ihre Leute, auf Deutsch gesagt, zum Scheißen gehen. Wollt ihr das? Denkt mal drüber nach, wohin unser Land hier steuert. Und ich stehe hier nicht, weil ich reden will und weil ich mich toll finde, sondern ich stehe hier, weil ich wie die Hose voll kacke mit Angst um meine Kinder. In was für ein Land, in was für eine Gesellschaft wachsen meine Kinder hier rein? Meine Kinder sind jetzt 17 und 20. Die haben ihr ganzes Leben vor sich. Und ich habe Kinder in die Welt gesetzt, weil ich geglaubt habe, ich lebe in dem tollsten Land der Welt. In einem rechtsstaatlichen Land, in einem demokratischen Land, in einem freiheitlichen Land. Und an solches Land glaubte ich, da kann ich auch eine Familie gründen und Kinder reinwachsen lassen. Inzwischen sehe ich das nicht mehr. Inzwischen habe ich nur noch Angst, was in 1, 2, 3, 5, 10 Jahren aus diesem Land wird und in welchem Land, in welchem System meine Kinder hier leben müssen. Und ich möchte unbedingt auch gerne die Polizeibeamten ansprechen. Ihr habt auch Kinder, ihr habt auch Familie. Wenn ihr Befehle bekommt, dies oder das oder jenes durchzusetzen, dann bitte denkt mal darüber nach, ob das in rechtsstaatlich-freiheitlichem demokratischen Sinne ist. Denn wenn es das nicht ist, dann müsst ihr dagegen anstehen. Dann müsst ihr sagen, ich kann das so nicht machen mit dem Grundgesetz oder mit was auch immer juristisch dagegen zu argumentieren ist. Ihr habt auch Kinder, ihr habt auch Familie. Ich habe in den letzten Tagen ein Interview gehört, ich habe es jetzt leider nicht abrufbereit in meinem 60 Jahre alten Gedächtnis, wo ein Politiker gesagt hat, es gibt einen unglaublichen Vertrauensverlust in unsere Polizei. Ich bin groß geworden mit dem Schutzmann, mit dem, der uns schützt, mit dem, der uns hilft, mit dem Freund und Helfer, mit dem bin ich aufgewachsen und groß geworden. Aber den sehe ich in vielen Teilen Deutschlands nicht mehr. Ich sehe nur zum Teil Kollegen von euch, die auf friedliche Demonstranten losgehen, als wenn es die schlimmsten Verbrecher wären. Während im Görlitzer Park Drogendealer Drogen an Kinder verkaufen. Wo sind denn da die Kräfte und unterbinden das? Bitte, denkt mal darüber nach. Hier ist etwas komplett umgedreht. Das ist doch nicht mehr normal, was hier passiert. Ihr merkt, ich bin sehr emotional. Ich hoffe, ich bin nicht so sehr über die Stränge geschlagen.
Ich bin froh um jeden Polizisten, der hier seinen Job macht, der uns beschützt und uns hilft und der seine Gesetze richtig befolgt und anwendet. Und wir sagen insofern immer auch Danke an die Beamten, die hier ihren Job machen. Die haben es nicht leicht. Das Resümee von dem, was ich jetzt hier so alles erzählt habe, ist, wir müssen viel mehr werden. Wir müssen alle aus eigenem Antrieb viel mehr Leute aufklären. Und ich sage euch, es ist nicht einfach. Ich habe meine Schwägerin verloren, beide. Mit meinen Schwiegereltern geht es noch gerade so. Aber viele gute Freunde habe ich verloren, die mich als Verschwörungstheoretiker, als Idioten, als Corona-Leugner, als Covid-Idioten, als Aluhutträger, als was weiß ich bezeichnen. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß, was ich weiß. Und ich werde nicht aufhören, Menschen zu informieren, sachlich, fachlich, versuche so viel Beweise hinterherzutragen. Und das solltet ihr auch tun. Wir müssen unser Land hier retten. Wir müssen aufstehen. Wir müssen sagen, so geht es nicht weiter. Wir wollen ein rechtsstaatliches, freiheitliches, friedliches, demokratisches Land für unsere Kinder. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Alles Gute euch.